Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Ja, machen wir weiter in unserem Bestreben, die Welt mit unserer Kultur zu beeindrucken. Wir haben gerade das Schießpulver entdeckt, finde ich gut. Das daher. Ich würde mal fast sagen, durch die Vereinigten Staaten dürfen wir durchgehen, weil wir immerhin eine Allianz haben. Das sind auch schöne Gebiete noch zum Besiedeln. Das ist nur Linz. Bist du wahnsinnig? Das Gebiet, das ist ja urschön eigentlich. Schöne Dinge zum... So, Sparta darf wieder einen Handelsweg machen. Tlacopan finde ich gut. Der soll auch was von unserem Glauben kriegen. Charleston bringt zwar, naja, gar nicht. Charleston bringt zwar ein bisschen mehr Geld, aber weniger Forschungspunkte. Finde ich gut. Forschung und Kultur haben wir jetzt circa gleich stark. Und eine neue große Persönlichkeit, die wir bauen können. Machen wir zuerst die Forschung. Metallguss. Oder Rasegel. Machen wir Rasegel. Ja, eine große Persönlichkeit. Es müsste sich eigentlich um einen Händler handeln. Yes. Im Kongo noch überholt. Kann das sein? Nein. Gewährt 200 Gold, gewährt 2 Gesandte. Finde ich gut. Der Fugger. Ein großer Händler. Ja, ja. Den großen Händler haben wir eine Inspiration für Merkantilismus gekriegt. Finde ich auch gut. Und Banda Brunei mag uns mehr. Das heißt, nach der Aufklärung brauchen wir das mit den zwei Dings auch nicht mehr. Weil jetzt haben wir als letztes nur noch Jerewan und Jerusalem. Und durch den Fugger kriegen wir zwei. Und dann, wenn wir jeden eines geben, haben wir bei allen zwei. Dann haben wir das ideal ausgenutzt. Finde ich gut. Herr Fugger. Gehen Sie ins nächste Handelszentrum und tun Sie Ihre Pflicht. So, Sparta. Boah, du bist so schnell. Das ist sehr angenehm. Händler, noch ein Händler oder noch ein Siedler? Oder zuerst den Siedler? Machen wir zuerst den Siedler. Und dann den Händler. Ja, das ist irgendwie sinnlos, das so zu machen, oder? Das bringt irgendwie gar nichts. Der kämpft sowieso dagegen an. Gehen wir zuerst nach Aleppo. Obwohl andererseits das, was der kann, ist vielleicht besser sogar, wenn wir da bleiben. Der reduziert den Einfluss von anderen Städten um 75%. Naja, wobei
nur den Einfluss oder haut einfach die andere Religion raus? Warte mal, irgendwer ist im Krieg. Ah, okay. Japan und Kongo haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Irgendeiner von den beiden hat dem anderen den Krieg erklärt. Ist mir auch recht. Oder wie sagen, ich habe kein großes Problem damit, wenn sich die gegenseitig die Schäfer einschlagen. Dann kommen wir da nicht durch, weil da so viele Truppen rumstehen. Oh, Mekka hat auch einen. Oh, warte mal, da könnten wir ja. Charleston ist cool. Aber das wäre natürlich auch cool. Es bringt zwar nicht so viel, aber es bringt ihm unsere Religion. Genau da. Da ist es auf der Seite nah am Dings. So, Mykene. Wir haben gesagt, ein Lager vielleicht hierher. Finde ich gut. Mitten in die Wüste. Dort passt sie. Dann haben wir vielleicht auch mal sowas. Gut, wir haben gesagt, wir wollen versuchen, dem noch ein Dings abzukaufen. Abkommen. Was hältst du davon, wenn du mir das Tagebuch der Dame Murasaki verkaufst? Oh, willst nicht. Willst du mir lieber Hamlet verkaufen? Ich hab's befürchtet. Wie wär's mit der Botschaft? Nein? Ach, du bist eine Kröte. Außerdem bist du unfreundlich. Ja, ich kann nichts dafür. Sie sind froh darüber, dass ihr Barbarenlager beseitigt. Wemba ist enttäuscht, dass eure Religion nicht in seinem Land vertreten ist. Unterschiedliche Regierungsformen, naja, Freundschaft mit einem Feind erklärt. Na gut, du kannst mich gern haben. Was ist mit dir? Du hast auch eine Allianz mit dem. Hast du irgendetwas Sinnvolles für mich? Nö. Na dann tschüss. Was ist mit dir? Hast du irgendwas Sinnvolles für mich? Okay, diese Elefanten. Ich was Sinnvolles für dich? Für den Elefanten? Nö. Und noch Geld. Was ist mit dir? Ich habe für dich eigentlich auch nichts Sinnvolles. Auch nur Geld. Haben. Was ihr wünscht, ist immer ein absoluter Irrsinn. Nächste Runde. So, nein, wir haben gesagt, naja, wurscht. Machen wir da. Wir verbreiten unseren Glauben einfach und aus. So, der Herr Fugger. Gewehr 2. Gesandte, das ist auch ganz praktisch. Da einen her und da einen her. Ha, perfekt.
So, jetzt hat jeder der Stadtstaaten zumindest zwei Gesandte von mir. Und ab dem nächsten Gesandten überlegen wir uns dann, wo wir weiter investieren. Ab Aufklärung, wenn wir dann auch diese eine Dings nicht mehr brauchen. Oh, das ist ein Admiral. Der Herr Santa Cruz. Der erforscht da die Welt. Finde ich auch gut. Ah, der hat uns angegriffen. Finde ich cool. Was das alles geht. Man soll nicht immer im Krieg sein, um sich gegenseitig anzugreifen. Auf diese Art und Weise. So. Eine Quest in den Stadtstaat Kandy abgeschlossen und haben einen Dings gekriegt. Gerade Kandy, muss ich jetzt sagen, ist mir relativ wurscht mit meinen 8 Gesandten. Den kennen wahrscheinlich die meisten noch nicht einmal. Der Montezuma. Nicht aus den Augen verlassen. Puh. Ja, da bin ich überall hinten nach bei denen. Oh, der hier zum Beispiel, Valletta, ist schon eine Überlegung wert, dass wir dort einen Gesandten dann hinschicken. Ich habe 2 Gesandte verfügbar. Wieso kann ich die nicht einsetzen? Na gut, was haltet ihr davon, wenn wir uns da mal zurückziehen? So, Pergamon. Ne, die Bibliothek kaufen wir, die Stadtmauer bauen wir. Bibliothek kaufen wir. Und Universität kaufen wir auch gleich. So sind wir nämlich. Jetzt haben wir 2 Universitäten und damit haben wir Technikbonus für Druck. Schau dir was an. So einfach geht das. Ja, glauben ist ja doch zu was gut. Rums klingt nicht gut. Terrakotta Armee. Ist mir eigentlich egal. Ich habe nicht mal ein Lager, wo ich das in die Nähe hinstellen hätte können. Also das mit den Wundern nervt mich schon ziemlich in dem Spiel, dass man die Wunder nicht einfach so bauen kann, sondern dass man für jedes Wunder irgendeinen ganz speziellen Platz braucht und sie urviel Platz wegnehmen. Ich meine, das schaut so aus, als müsste man, als würde man gut, die Dämmerung des Zeitalters der Aufklärung in unserem Reich hat einen ernsthaften Diskurs mit unseren wissenschaftlichen Methoden entfacht. Ah, okay. Aufklärung gibt ein Heureka für Wissenschaftstheorie. Neue Meinungen gelten immer als verdächtig und man widerspricht ihnen bloß, weil sie noch nicht gemeingültig sind. Plus 100% Gold erträgt durch Gebäude. Okay.
So, ja, Politiken ändern. Den müssen wir mal raushauen. Entweder nehmen wir das da mit den plus 2 Einflusspunkten oder wir nehmen jetzt den Spion mal und produzieren Spione. Ja, weil das da haben wir jetzt wieder raus. Das ist wahrscheinlich schon fast fertig. Wirtschaft. Den Händler haben wir auch raus. Wollen wir was anderes versuchen? Schriftsteller? Nö. Künstler. Künstler sind gut. Wir haben jetzt nämlich ein Museum, das gehört befüllt. Wirtschaftlich. Plus eine Annehmlichkeit für alle Städte mit mindestens 2 Spezialbezirken. Die meisten von meinen haben jetzt schon 2 Spezialbezirke, oder? Weiß ich nicht. Schwer zum sagen. Mehr Wissenschaft oder mehr Geld? Wir haben 2 Handelszentren, wir haben 2 Campuszentren. Was ist wichtiger? Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, was wichtiger ist. Im Zweifelsfall ist immer Geld wichtiger. Das 5 religiöse Stärke für alle religiöse Einheiten im theologischen Kampf. Na, nachdem wir nicht so spielen, ist uns das egal. Geld, 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 mehr Geld, mehr Geld, oder? Wissenschaft. Plus 15% Wachstum für Städte, die nicht auf dem Kontinent oder ursprünglichen Hauptstadt liegen. Davon habe ich genau eine. Also nein. Nee, 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 nee. Ich weiß, was wir machen. Aufrüstung von Einheiten. Das hier, und zwar deswegen, weil ich habe total vergessen, ich kann ja meinen Ding schon lange aufrüsten. Meinen Schwertkämpfer, ich Idiot. Der steht da irgendwo rum, denkt sich nichts Böses und könnte schon lange zum Musketier werden. Die noch nicht. Ja, auch nicht. Das ist der große Nachteil, wenn man das so macht. Nur ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Gut, da bin ich wieder. So, Terrakotta-Armee ist mir egal. Wissenschaftstheorie ist nett. Was ist das? Pergamon benötigt Wohnraum. Ja, was soll ich tun? Ich baue eh schon eine Stadtmauer. Sollen die Leute doch auf der Stadtmauer wohnen? Gut, du gehst da mal her. Kannst du dich hier ausruhen? Kannst du hier heilen? So, du fährst da runter. Daher. Yay, wir sind endlich an der Küste. Wir können dann vielleicht irgendwann mal an Land gehen. Bist du wahnsinnig? Yay, wir haben ein neues Land entdeckt.
Finde ich gut. So. Was machen wir da? Das. Was macht das? Freibeuter. Kann ich noch was anderes auch bauen? Naja, doch. Nationalismus, Oper und Ballett. Oper und Ballett klingt fancy. Bringt zwei Gesandte. Kann das Bolschoi-Theater bauen. Klingt gut. Klingt nach dem, was wir brauchen. Merkantilismus. Merkantilismus verbessert unsere Handelswege. Yes. Das ist es, was wir wollen. Ah, wir sind aber bei dem hier ganz vorne, gemeinsam mit dem, mit Kongo. Finde ich gut. Die anderen sind alle noch viel weiter hinten. Viel weiter hinten. Wir sind schon fertig auf der Punkt, dem Punkt. Das ist nett, dass man das sieht, wo die anderen sind. Zumindest das ist ein großer Vorteil. Nächste Runde. Okay. Ein verbündeter Freund berichtet, Amerika hat in New York auf dem Huitzilopochtli geschaffen. Okay. Polytis hat ein wichtiges Erfahren. Japan expandiert und hat neue Siedlung Shizuoka gebaut. Naja, auch nicht schlecht. Wir bauen jetzt auch bald wieder eine neue Siedlung. Die Forstarbeiter Richtung Süden. Wir könnten noch eine Mission nachkaufen, aber das lassen wir dabei nochmal. Oh je, wir gehen an Land. Nach Ewigkeiten auf See. Mein Aufklärer ist so begeistert. So, kannst du dich heilen? Nein. Könntest du dich da oben heilen? In diesem Bezirk hier? Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Schauen wir mal. Vielleicht bauen wir da noch einen Gurken. Der kann nämlich, glaube ich, heilen. Also ich gedacht, der ist verletzt. Dabei ist das der... Der Speer da, oder die haben den angegriffen. Naja, okay, gut, da haben wir eigentlich alles erforscht. Die Welt ist halt klein. Wir haben ja klein eingestellt, also so gesehen brauchen wir uns nicht wundern, wenn es klein ist. Nicht wahr? Ein Händler brauchen wir noch. Und wir sind wieder dort, wo ich gerne bin, nämlich bei möglichst viel Geldproduktion. Obwohl, glauben haben wir in diesem Spiel auch um einiges mehr als in dem letzten Spiel. Das ist ganz gut gelaufen irgendwie, was das betrifft. Ich weiß zwar noch immer nicht, wie man einen religiösen Krieg führt, aber ja. Es sind nicht die überragenden Segel, sondern der unsichtbare Wind, der das Schiff bewegt. Ja, das sagst du. Aber wenn das Segel schlecht gebaut ist, dann bewegt der Wind nicht so gut. Okay, Fregatte, Marine, Fernkampfeinheit, Renaissance. Ich glaube, wir werden ein paar von diesen Fregatten bauen. Ich überlege gerade, kannst du daher, du kannst durch New York durchgehen. Aber da unten ist dann Schluss. Aber da unten ist so oder so Schluss, weil da sind diese ganzen Typen im Weg. Da könnte man noch durch. Da gibt es noch Gebiete, die unerforscht sind. Ah, was ist jetzt los? Ich
habe da, glaube ich, offensichtlich angeklickt. Wie wäre es mit einer dauerhaften Botschaft? Wir haben derzeit kein Interesse. Na gut, dann nicht. Hab mich gern. So. Mein Hundel. Yay, it's a Siedler. It's a, wir bauen darauf. Oder daher. Oder daher. Ah, schwer zu sagen. Geh mal daher. Entscheiden uns dann nachher. Ah, das Pferd ist auch da. Gut, du gehst auch mal daher. Und passt auf diesen Siedler auf. So, naja, jetzt haben wir das da auch erkundet. War gut gemacht. Und was nun? Gehen wir noch faserlos mit diesem Schippernackel oder mit allen Schippernackeln. So, irgendwann mal. Ah, Druck, jetzt können wir Druck machen. So, nicht den Bonus. Verbotene Stadt. Will ich haben. Noch ein Jokerplatz. Das ist ja cool. Werkstattmonument. Oder. Ihr wisst es, ein Händler. Wir machen noch einen Händler natürlich. So, dann haben wir nämlich 8 Händler und danach können wir mit Werkstatt und Monument weitermachen. Sparta ist unser Powerhouse, was die Produktion betrifft. Bist du irre? Verbindung berichtet, Amerika hat die Forschung für Technologie und Astronomie abgeschlossen. Hm, okay. Tlatoani gewarnt, was? Okay, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was mir die da alles sagen. Vielleicht, nein. Nein, da geht's nicht durch. Wie gesagt, da müssen wir hier. Wenn wir durch wollen, dann müssen wir da durch. Was ist das? Ah, der baut der Huai Teokali. Oh mein Gott, da sind viele Truppen. So, du gehst nochmal daher. Daher. Oh, da können wir eh durch. Machen wir das doch platt. Du gehst nämlich auch da drüber. Warum machen wir das so? Ich glaube, das ist der weitere Weg. Das ist ziemlich bescheuert. Das ist dir hoffentlich bewusst. Kornspeicher klingt gut. Großer Leuchtturm klingt auch extrem cool. Plus 3 Gold, plus 1 Punkt großer Admiral, muss an der Küste neben Land und an einem Hafenbezirk mit einem Leuchtturm gebaut werden. Na, viel Platz gibt es da eh nicht. 2. Was noch? Was das alles benötigt? Eine Fortbewegung für alle Marineeinheiten. Hm. Ist uns das wichtig? Für das, dass das 38 Züge dauert? Nein, eigentlich nicht. Es ist sinnvoller, noch einen Siedler zu bauen. Oder Schiffswerft. Oder was weiß nicht was. Ein Kornspeicher. Oh
wobei wir sind eh so langsam. Und zusätzliche Bewegung wäre nicht schlecht. Na gut, überlegen wir uns nachher noch. So viele Städte werden nicht in der Lage sein, den großen Leuchtturm zu bauen. Schatzkammer fühlt sich beträchtlich, es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben, oder? Ihr habt die Agenda geldgierig von Montezuma erfüllt, okay. Finde ich gut. Naja, ich sehe gerade, wir werden Schluss machen für heute. Weil wir haben schon wieder 30 Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, schlaft's gut und träumt was Schönes, meine Lieben.